Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Waldo und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Wir stehen hier triumphal vor Schloss Sturmschleier. Wir haben in der letzten Aufnahmesession Godrick erledigt. Oh ja, wir haben ihn vernichtet. Und wie? Beim Schneiden. Ich habe ja die letzten Folgen geschnitten. Ist mir aufgefallen, sag mal, was ist eigentlich hiermit? Mit diesem Weg hier, über diese Brücke, über diese lange, lange Brücke, bis hin zu diesem Turm. Das habe ich mich gefragt, weil das erreicht man ja wahrscheinlich nur von diesem Schloss aus. Warum habe ich das noch nicht gesucht? Wieso nicht? Das ist ja wahrscheinlich der Haupteingang, das Haupttor. Ich kann mich erinnern, dass ich da nicht lang gegangen bin. Ich hatte Angst vor Bogenschützen. Ernsthaft? Vielleicht sollten wir uns das nochmal angucken, bevor ich hier weiter in den Norden ziehe. Ich denke, dass man eh nicht weit kommt. Hier ist ja die Brücke zerstört. Aber ich kann mir vorstellen, dass es hier vielleicht einen Gegenstand gibt, den wir gebrauchen können. Bevor wir weiter nach Norden ziehen, würde ich mir dieses kleine Stück hier noch anschauen. Ich, Sturmschlau Haupttor. Da war es nicht. Von wo kamen wir denn? Kammer auf Aufzugsseite. Abgelegene. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe erstmal hier hin. Ja. Wir testen das mal aus, wo das war. Ich glaube, wir sind hier schon richtig. Ich glaube, wir sind hier tatsächlich richtig, ne? Ja. Ich will gar nicht kämpfen. Ich will eigentlich überhaupt nicht kämpfen gegen diese ganzen Leute. Die sind mir eigentlich alle egal. Ich will nur an denen vorbeikommen. Und dann an dieses Haupttor. Und die warten alle auf mich, weißt du? Gucken alle in die falsche Richtung und warten auf mich. Selber schuld. Selber schuld, Freunde. So, ich probiere mal, ob ich hier da durchkomme. So. Bisher läuft es ganz gut. Aua. So, werden wir verfolgt? Wir werden nicht verfolgt. Ja, wobei der da oben ist ein bisschen wilder. Der ist ein bisschen wilder unterwegs. So, und jetzt. Schaue ich mal, dass ich hier vorbeikomme. Die schießen natürlich mit diesen... Was ist das denn hier? Oh mein Gott! Ja, genau das meine ich. Der bleibt oben. Genau das meine ich. Irgendjemand schießt mit krassen Pfeilen. Ich glaube, der ist hier oben. Da. Oh mein Gott. Siehst du, da geht es noch weiter. Da geht es noch weiter. Okay. Ganz ruhig. Einfach nochmal gucken, was es hier so gibt. Wenn ich denn überlebe, natürlich. Jo. Stirb, verdammt, stirb! Okay. Ja, jetzt haben wir denn hier schönes Pilz, Halbmond, Axt. Ja, brauche ich alles. Moment mal, was ist denn? Ah, da ist der Eingang, ne? Das dürfte der Eingang sein. Ja, wir stehen direkt davor. Genau hier wollte ich nämlich hin. Ah. Dein Ernst? Was ist denn mit dir los? Gewählender Schmetterling. So. Der ist krass bewacht hier, der Eingang. Okay, das wollte ich gar nicht. Aber hat was gebracht. Hallo. Da ist noch einer mit einem Armbrustbolzen. Aber er kriegt es nicht um die Ecke. Sag mal. Nur noch einer, ne? Wo ist er? Oh, da hinten. Steht er auf der oder auf der anderen Seite? Auf beiden. So. Okay, es hat ein bisschen was gebraucht, aber... Ich glaube, Schmiedestein. Na siehst du, guck mal, wir kriegen sogar coolen Stuff.
Ja, da sollte ich vielleicht auch nochmal hin. Ein Bolzen, besser gesagt 5 Stück. Gibt's hier vielleicht noch irgendwas zu holen? Nein, nicht. Ich frage mich, warum ich... Oh mein Gott. Direkt über mir, man sieht's vielleicht. Da ist, ja. Eine Todesmaschine. Aber wirklich zielen kann der Kollege nicht. Oh mein Gott, er kann doch zielen. Er hat aber auch erwischt. Okay. Vielen Dank für die Hilfeleistung. Ich sollte vielleicht erstmal hier hoch. Wenn das denn geht. Ich glaube, das geht. Und von hier kriegen sie ihre Gerätschaften nicht umgedreht. Was gut ist für uns. Na komm. Das ist dein Ernst. Nice. Damit scheint ich auch noch hoch. Ich weiß nur nicht, wie ich da hinkomme. Hier haben wir noch einen Gegenstand. Schmiedestein. Guck mal. Ja, Mist. Okay. Wir kommen von hier aber nicht hoch, ne? Ah, da ist noch ein Gegenstand. Mann. Noch ein Schmiedestein. Alter, die sind hier... Die lassen hier aber auch Sachen fallen. Bevor der uns irgendwie irgendwo erwischt, würde ich den gerne selber erwischen. Hiermit nämlich. Wobei... Nee, der ist besser. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. wie kriege ich das Ding jetzt abgefeuert? Nein, das war ein Tritt. Oh, so. Und dann den hier. Was zum Henker war das? Wie kann ich den schießen? Ich hab keine Munition. Okay. Ballistenbolzen. Davon haben wir 5 Stück. Das ist nicht so viel. Vielleicht nehme ich doch lieber den hier. Und dann ganz normale Bolzen, weil ich denke, das reicht aus. Reicht das? Ja. Ich will nur nicht, dass er uns nervt. Und tschüss. Wir brauchen noch nicht zielen. Er merkt doch nicht, dass er Bolzen in den Arsch geschossen bekommt. Aber wir können uns nicht mehr bewegen. Jetzt geht's wieder. Okay. Ich wollte nur, dass er uns nicht erwischt. Da ist noch Lückegegenstand für uns. Noch ein Schmiedestein. Sehr viele Schmiedesteine bekommen wir hier. Ich hoffe, das waren sie erstmal alle. Alle, gefährlichen Armbrustschützen. Aber guck mal hier. Das hätte mich auch sehr geärgert, wenn ich hier nicht runtergekommen wäre. Ich hatte einfach zu viel Schiss beim letzten Mal. Ballistenbolzen. Da haben wir es doch. Goldene Rune. Wunderbar. Goldene Rune. Also, wenn wir hier durchgekommen wären, die hätten uns hier sowas von erwartet. Das wäre eine Todesfalle. Der junge Herr am Eingang hat uns ja gesagt, wir sollen lieber das Loch an der Außenseite nehmen. Recht. Er hatte halt einfach recht. Gut, dass wir auf ihn gehört haben. Da kann man noch ein Feuerchen machen. Bevor ich weitergehe. Nein, wo ist meine da? Meine Laterne. Hebel drücken. Was denn? Was macht der Hebel? Der öffnet das Tor, ne? Der öffnet das Tor. Lustig. Okay, cool. Macht auch Sinn. Goldene Rune 5er. Ich sollte das Ding aber nur berühren, ne? Ich sollte nicht rasten. Ich will nicht, dass die ganzen Soldados hier wieder auftauchen. Das möchte ich nicht. Stattdessen hole ich mir diesen Gegenstand. Eine einfache Bürgerkleidung.
feine Herr. Einfache Bürgerkleidung. Wo haben wir das denn? Ganz oben. Ach, das ist diese Gefangenenkleidung. Nee. Das kommt mir nicht ins Haus. Das kommt mir nicht an den Körper, an meinen Astralkörper. Das kannst du dir aber abschminken. So, wir gehen jetzt einmal Richtung großes Tor. Und wir schauen mal, ob wir da irgendwas finden. Bisher haben wir schon einiges gefunden. Das hat sich jetzt schon gelohnt, dass wir hierhin zurückgekommen sind. Ich hätte mich auch echt geärgert, muss ich sagen. Okay. Es kann natürlich sein, dass... Ich wollte gerade sagen, dass ein Bossfight auf uns wartet. Und wer kommt da? Es kommt wieder dieser scheiß Löwe. Der ist allerdings nicht mal halb so stark wie der Löwe, den wir schon kennengelernt haben. Komm her, yes! Bestienblut, alter Reißzahn und ein dunkel Schmiedestein haben wir bekommen. Zeit für dies. Sturmlauf und dann Kontrollpunkt. Ja, kommt da einer? Das hoffe ich doch sehr. Weder seine Lüge. So, gucken wir nochmal gerade hier, ob wir hier noch irgendwas abgrabbeln können. Das sieht nicht danach aus. So ein kleiner Mini-Boss zwischendurch. Das muss auch mal sein. Das muss sein, damit wir auch wach bleiben, Freunde. Und das kann ich euch sagen. Man bleibt wach. Hier ist noch so eine Lilie. Binas Lilie nämlich. Ich weiß immer noch nicht, was man damit machen kann. Wahrscheinlich kann man herstellen. Wo kann man? Herstellungsmaterialien haben wir hier. Ich überlege gerade, wo man das herstellen kann. Wahrscheinlich an so einem Feuer, ne? Gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ihr steht aber jetzt nicht plötzlich auf oder so, ne? Kollegas, das sieht aber cool aus hier. Das sieht echt cool aus. So, da ist tatsächlich eine Flamme. Das sieht sehr episch aus gerade. Und es stinkt nach Bossfight. Ich weiß nicht wieso, aber es stinkt sehr danach. Würde sogar Sinn machen. Würde Sinn machen, weil da hinten ja eine Sackgasse ist, ne? Also auf der Brücke. Hier kann ich gerne rasten. Wir gehen da nicht zurück. Kriegsasche, ne. Kriegsasche will ich keine neue benutzen. Wo kann ich denn Materialien herstellen? Wo sortieren, Flaschen. Kann ich eigentlich mittlerweile nicht genügend goldene Saat, alles klar. Oh, wir hatten eine heilige Träne. Das habe ich ja voll vergessen. Das haben wir jetzt genutzt. Kann ich verbessern? Kann ich aufleveln? Wollte ich auch noch gucken. Das geht leider nicht. Da reichen unsere Punkte nicht für. Vielleicht sollte ich einfach irgendwas verbraten hier von unseren leckeren Runen. Auswahl nutzen. Wir nehmen einfach mal alle. Ich nutze einfach alle. Alle, die wir haben. Wir brauchen sie. Nutzen. Nein. Ich wollte alle nutzen. Auswahl nutzen. 7 Stück nämlich. Immerhin 8400. Dann die goldenen Runen, Stufe 5. Da haben wir auch 4 Stück von. Und die restlichen nehme ich auch noch. Auswahl. Und let's go. Dann haben wir alle genutzt. Mal gucken, wie viel ich davon ausgeben kann. 30.000 Runen haben wir jetzt. Ich hoffe, wir verlieren die nicht. Deswegen werde ich jetzt erstmal 2 Stufen erhöhen und uns bleiben dann noch 3.600. Perfekt. Was möchte ich denn erhöhen? Stärke.
Stärke ist schon lecker, ne? Aber ich brauche Kraft und Kondition. Ich nehme Kraft und Kondition erstmal. Wir belassen es dabei. Und gehen weiter. Und schauen uns an, wer uns hier umhauen wird. Sehr unangenehme Atmosphäre hier gerade. Da hinten ist dieser Turm in weiter Ferne, aber ich denke nicht, dass wir hinkommen. Blitzdrachentalisman. Okay. Wo kann ich Sachen herstellen? Das ging doch irgendwo. Ausrüstung. Objektherstellung. Oh, ich Idiot. Natürlich. Wir könnten jede Menge Pfeile herstellen. Krummfinger Medizin. Offenbart Korb und Wettkampfrufzeichen. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Hier haben wir Feuerfett mit Kordel. Schneller Waffenüberzug. Verursacht Feuerschaden. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Man sollte vielleicht diese Dinger mal nutzen. Wir haben hier einen Weihwassertopf. Verbraucht FP, verursacht Heiligschaden. Nett. Ganz nett. Muss ich mir mal irgendwann in Ruhe anschauen. Jetzt aber noch nicht. Jetzt will ich erstmal über die Brücke laufen. Eins nach dem anderen besiegen. Versuchen. Was? Warum immer Riese? Oh nein. Oh nein. Steht einer von euch auf? Das sind auch Riesen hier, oder? Turmhügel. Kann ich mein Pferd rufen? Nein, ich nicht. Das wird dein Spaß. Vielleicht bereue ich es ja doch, hier hinzugekommen zu sein. Dieser Baum, ne? Ist ein bisschen verblasst, der Baum von hier aus. Wegen den ganzen Wolken. Oh. Oh ja, da ist ja ein Riese. Da hinten ist noch ein Riese. Ja, ja, klar. Und da ganz hinten ist auch noch ein Riese. Drei fucking Riesen. Und der eine schießt mit Pfeil und Bogen. Hau mal ab. Das sieht nicht aus wie ein fairer Kampf, muss ich sagen. Kann der seine eigenen Leute umbringen? Gelegt. Wo ist dein Schwachpunkt? Verdammt! Der Baum! Mist! Verdammt! Der hat seinen eigenen Mann umgehauen? Die kämpfen gegeneinander? Komm, bitte. Bitte sag mir, ihr kämpft gegeneinander. Das wäre natürlich mega. Kampf der Giganten. Haut euch um. Der hat gesessen. Und schon. So, jetzt aber. Okay, einen der Riesen hätten wir. Einen der Riesen hätten wir tatsächlich. Der zweite folgt zugleich. Ich bin auch drüber gesprungen. Spiel lügt doch nicht. Ich glaube, der kommt mit einem Pfeil überhaupt nicht so weit, oder? Ich habe noch keinen einzigen Pfeil hier. Verdammt. Okay, zur Hälfte haben wir ihn.
Die haben ihn geliebt. Komm her, mit deinem Bauch. Und tschüss. Wir haben zwei Riesen erledigt, Freunde. Schade, dass wir unser Pferd nicht haben, Mann. Der kommt nicht so weit. Der kommt einfach nicht so weit. Der hat nicht die Kraft. Der hat nicht die Kraft. Aber kann er hier alles zerdeppern? Anscheinend kann er das nicht zerdeppern. Was hiermit? Hä? Wo hat der denn geschissen, wollte ich sagen. Komm schon. Auch da kommt er nicht dran vorbei. Wunderbar. Gibt es auch nichts für uns zu holen. Wir sind gleich an ihm dran. Den kriegen wir. Wir kriegen ihn, Freunde. Na los. Was? Okay, ihr könnt mir runter, aber ich will gar nicht runter. Das Ding ist unzerstörbar, wie es aussieht. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Leg dich hin. Na komm. Drei Riesen. Wir haben drei Riesen erlebt. Ich wollte es nur mal sagen. Ich wollte es nur sagen. Ein Schmiedestein. Wunderschön. Okay. Ansonsten. Hier könnte man runter. Glaube ich. Es sieht auf jeden Fall danach aus, aber. Das rücken wir vielleicht runter. Ho, ho, ho. Hallo, ein wärmender Stein. Okay, man kann den doch nicht runter. Man kann nur hier hin. Aber ein netter Fund. So, da hinten hat irgendwas geblitzert. Wahrscheinlich ist da ein Gegenstand. Werden wir gleich sehen. Oh nein, Moment, das ist kein Gegenstand. Das ist ein Portal. Natürlich, es gibt Portale hier. Das habe ich ja voll vergessen. Bringt er uns dann dahin? Nachricht lesen. Erstens, runter. Kurz gesagt, Objekt voraus. Dein Ernst? Oh mein Gott, ja, da sind Gegenstände. Aber ich komme doch hier niemals hoch. Ich komme hier niemals wieder hoch. Oder? Ach, shit. Da sind zwei Gegenstände, ja. Ich markiere das hier mal als Schatz. Schatz 1 und Schatz 2. Hier sind zwei Schätze, das darf ich nicht vergessen. Ich will nämlich dieses Portal erstmal nehmen. Ich will nicht hier runter. Ich will wissen, wo wir hinkommen. An anderen Ort reisen. Ja, bitte. Ich hoffe, das bringt uns zu diesem Turm. Würde ich feiern. Das würde ich immens feiern. Vielleicht kommen wir auch ganz woanders raus. Sturmhügel. Immer noch. Wir sind tatsächlich am Turm, oder? Hohoho. Geil, aber erst einmal will ich zurück. Pferd können wir immer noch nicht nutzen. Wir können ja dieses ganze Stück hier wieder zurück, ne? Vögel. Ich hasse die Vögel so sehr. Immerhin gehen die mit einem Schlag unter. Wobei, das sind keine angreifenden Vögel, das sind Adler. Die strunznormalen Adler, die uns nichts tun wollen. Die sind die brutalen. Ja. Mann! Hier haben wir doch schon einen Gegenstand. Wunderbar. Blick weg. Ein silberner Federtierfuß. Schön. Schön, schön. So, gibt's hier ein Portal zurück? Ich sehe gerade keins.
Nee, aber Vögel gibt's. Aber keine. Sag mal. Der war doch gerade in der Wand. Egal. Ihr seid ganz normale Vögel und hier ist noch ein Gegenstand. Yes. Sturmfalkenfeder. Etwas Unglaubliches voraus. Ja? Ja, der Tod. Wahrscheinlich, oder? Der Tod liegt voraus. Du Lügennachricht. Okay, jetzt in den Turm rein, oder was? Ja. Es dauert doch länger, als ich erwartet habe. Und da ist dieser fette Baum einfach. Da waren wir auch mal. Vor allem, das ist, wir waren hier. Götterbrücke. Und der Baum war direkt neben uns. Das ist noch ein ganzes Stück dazwischen. Was auch immer da noch dazwischen liegt. Ist noch einiges. Oh, da ist ja noch ein Gegenstand. Hallo. Goldene Rune, merci. Die nehme ich gerne an mich. So, jetzt aber zurück. Und ich hoffe, wir kommen hier rein. In diesen gigantischen Turm. Was auch immer der für uns bereithält. Ich habe Angst. I am very afraid. Nachricht lesen. Vision hiervon. Wie ein Traum. Mhm. Heiliger Turm von Limgrave. Oh, man kann ihn öffnen. Bossfight? Bossfight? Boah, das sieht aus wie ein Bossfight-Raum, aber... Oh, das sieht aber cool aus hier. Das sieht ja geil aus. Hoch, oh, hoch, daher Aufzug. Ach, das ist ein Aufzug. Okay. Okay, bevor wir auf die Mitte treten, schaue ich mal, ob wir hier noch irgendwas haben. Vielleicht dahinter? Eine Nachricht. Ah, Gras. Was? Nein. Ah, Gras. Gut, das Ding wird uns wahrscheinlich nach oben führen, oder? Wow. Okay, bis ganz nach oben. Und ganz oben wartet dann ein Gegner. Ein Boss. Gefällt mir nicht. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Okay, wir sind da. Oh, hier gibt's ein Feuer. Wir sind ganz oben. Oder was? Nee, nicht ganz oben wahrscheinlich. Gnade. Ich bitte um Gnade. Verlorene Gnade. Wir haben aber nicht genug bekommen von den Riesen für einen Stufenaufstieg. Nicht ganz. Nicht ganz, nein. Zeit für dies. Mist. Was denn? Da runterfallen? Bezweifle ich sehr. Alter, das sieht so krass aus von hier. Auf was schauen wir da gerade? Okay, das haben wir markiert. Das ist diese Arena, glaube ich, oder? Ich gehe davon aus, dass es diese Arena ist. Da war doch dieser riesige Topf. Dieser Alexander-Topf. Aber das war nicht Alexander. Das war irgendjemand anderes. Sehr viel größer. Da ist auch noch so ein Turm. Was ist das für ein Turm? Ist das die schwelende Kirche? Nein, oder? Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist weiter weg, oder? Ich glaube, das ist weiter weg. Also hier ist der Baum. Und der Baum ist... Ja, wo ist der Baum? Ich sehe den Baum nicht. Es ist auch zu neblig. Es ist viel zu neblig. Wir gehen mal weiter hier.
Was auch immer hier oben ist, ich will es unbedingt wissen. Wahrscheinlich der Tod. Wir werden sowas von tot sein, bestimmt. Okay, was zum Henker ist das? Kein Gegner voraus. Ja, na klar. Der steht auch 100 Pro auf gleich. Also von links, rechts sehe ich nichts.